Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch im wunderschönen Summer's End. Und wir stehen mehr oder weniger vor dem Portal, was wir nutzen sollen. Deswegen reiten wir jetzt hier erstmal hoch. Ich muss mal schauen, das ist hier bei den Ruinen. Irgendwo konnte man hier hochreiten. Also hier. Genau. Ihr müsst natürlich nicht über diesen Weg hier dorthin gelangen. Ihr könnt natürlich auch komplett anders hingehen. Ich möchte euch nur zeigen, wo das ist. Nämlich hier unten, wenn ihr die Treppen runterlauft, einfach das Portal nehmen. Und dann kommt ihr hier aus. Ich habe diesen Ort noch nie gesehen. Ehrlich gesagt, wusste ich nicht einmal, dass es ihn gibt. Ja, und unser Basti, das können wir jetzt auch noch dazu sagen, er liebt diesen Ort. Das heißt, wenn man einmal täglich mit ihm hier hinkommt, dann verbessert sich auch ja, die Beziehung zu ihm. Hier oben müssen wir hin. Da reiten wir jetzt nochmal eben schnell hin. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr die Quest machen wollt und ihr habt jemanden, der hier schon den Wegschrein frei hat, beziehungsweise ist gerade hier irgendwo in der Nähe oder so, könnt ihr natürlich auch einfach hinporten. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie ihr letztendlich denn hier hinkommt. Weil das ist der Weg, also bis hierhin müsstet ihr gespielt haben von der Hauptstory in Summer's End, damit ihr überhaupt diesen Ort hier erreichen könnt. Dieser Ort ist wichtig, solltet ihr Antiquitäten leveln wollen. Dazu gibt es auch einen Guide bei uns auf der Homepage, also auf dem Blog. Den könnt ihr euch natürlich auch gerne durchlesen. Was ist das denn? www.diehungrigenwölfe.wordpress.com. So, bevor die jetzt da hinten auch noch anfangen zu plappern. Und es gab keine Spur von Layton. Ich weiß nicht, ob ich dankbar oder besorgt sein soll. Wir finden ihn wohl. Nun seht nach der Perle. Ich spreche in der Zwischenzeit mit dem neuen Gast. Was für eine seltene Ehre, Walsiren euch hat angedeihen lassen. Nur wenige Auserwählte, die nicht zu unserem Orden gehören, sind hier auf dieser heiligen Insel gewandelt. Sie hat mir berichtet, dass eure Hilfe beim Aufdecken des Komplotts des falschen Aldarchen auf Summer's End unverzichtbar gewesen ist. Wir haben entdeckt, dass die Neuankömmlinge auf Summer's End ermordet wurden, um diese Perlen mit Macht zu versorgen. Das ist gewiss bedauerlich. Die Magie, die ihr beschreibt, kommt mir bekannt vor, auch wenn ich nicht recht weiß, in welchem Zusammenhang ich schon einmal von ihr gehört habe. Ich fürchte, die Perlen könnten Vorboten jener Gefahr sein, vor der uns Sotasil warnte. Jetzt, wo ich ihn so höre, der hätte auch super Synchronsprecher bei Harry Potter sein können. Sotasil, welche Bedrohung? Ich verstehe nicht. Sotasil, einer der lebenden Götter des Tribunals, der Dunkelelfen. Er ist ein Ehrenmitglied unseres Ordens. Nach einem Angriff auf seine Stadt der Uhrwerke warnte er uns vor einer dädrischen Bedrohung von Summer's End und Arteum. Ich entsandte Walsiren, um dem nachzugehen. Gibt es noch etwas, was ich tun könnte, um zu helfen? Das gibt es in der Tat, aber erst müssen wir die Untersuchung der Perle abschließen, die uns Walsiren gebracht hat. Es gibt Geheimnisse zu entschlüsseln und Val glaubt, dass ihr entscheidend für unseren Erfolg sein werdet. Wir können sofort anfangen, wenn ihr nicht erst die Insel erkunden wollt. Ja, und wir halten eine Schärpe vom Zipchik-Orden bzw. von Set Weisheit von Vanus. Der nächste Schritt umfasst eine gründliche Untersuchung der Perle, die ihr und Walsiren unter dem Kloster im Schimmerheim aufgetan habt. Hoffentlich können wir mehr über den falschen Aldarchen und die Quelle der Magie dieser Perle herausfinden. Ihr könnt Magie einsetzen, damit die Perle all das offenbart? Wir sind der Psychic-Orden, Freundin von Walsiren. Es gibt nur wenig, was wir nicht durch die Anwendung der alten Wege erreichen können. Jeder Gegenstand erinnert sich an seine Geschichte. Der Trick besteht darin, das richtige Ritual auszuwählen, um diese vergrabenen Erinnerungen freizulegen. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Während ich hineingehe, um das Hellsichtritual zu beginnen, geht ihr bitte in Sotasils Arbeitszimmer im Turm. Sucht meine Akolytin Uriandra und fragt sie nach Sotasils Verstärkungselixier. Wir brauchen es vielleicht, falls die Perle unserer Magie widersteht. Ich kann Uriandra in Sotasils Arbeitszimmer finden und das Verstärkungselixier holen. Flup, weg war er.
So, das heißt, wir müssen jetzt hier rum. Hier könnt ihr auch immer schön alles mitnehmen, was in den Fässern drin ist. Und natürlich auch in den Kisten. Ihr müsst die Abenteurerin sein, von der Walsiren ständig redet. Erlaubt mir, die Erste zu sein, die euch auf unserer geheimen Insel willkommen heißt. Oh, ich schätze, ihr habt schon mit dem Ritenmeister geredet, da ihr euch ja schließlich hier im Turm Zepora aufhaltet. Der Ritenmeister hat mich entsandt, um ein Verstärkungselixier für das Ritual zu holen, das er durchführt. Diese seltsame Perle sträubte sich wirklich sehr, ihre Geheimnisse preiszugeben. Der Ritenmeister hasst es, wenn ein unbelebter Gegenstand nicht kooperieren will. Bezüglich des Verstärkungselixiers. Ich habe es gerade eben nachgeschlagen. Eine Schöpfung von Sotasil, wie man schon vermuten konnte. Sotasil ist ein Mitglied des Tzidzik-Ordens? Hm? Was? Nein, nicht im üblichen Sinn. Er ist keiner unserer Mönche, wenn ihr das meint. Eher eine Art Ehrenmitglied, könnte man wohl sagen. Meinen Aufzeichnungen zufolge sollte die Silberfiole da drüben sein. Ich suche sie. Als die Perle nach Walsirens Übertragungszauber eintraf, berief der Ritenmeister sofort das Konklave ein, um ein Hellsichtritual vorzubereiten. Er wies die Magier an, sich abzuwechseln, damit sie ihren Fokus nicht verlieren, während die Intensität des Rituals langsam steigt. Aber warum helft ihr nicht mit bei dem Ritual? Ich bin die Akolytin des Ritenmeisters und habe damit andere Pflichten zu erfüllen. Außerdem erfordert solch ein kompliziertes Ritual die Macht des Konklaves der 11 Kräfte. Dafür bin ich noch nicht stark genug. Unter Anweisung des Ritenmeisters hoffe ich aber, diesen Rang zu erreichen. Eines Tages. Wie kam eine Kaiserliche zum Tzidzik-Orden? Auch wenn es dazu andere Meinungen gibt, braucht man kein Alt mehr zu sein, um dem Tzidzik-Orden beizutreten. Der Ritenmeister erkannte mein Potenzial und lud mich in den Orden ein. Ich hatte ein Jahr, das Angebot zu überdenken, aber meine Entscheidung fiel sofort. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so richtig verstehe, wo wir sind. Wie konnten die Tzidziker Atheum verstecken? Ich darf nicht offenbaren, wo ihr seid oder wie die Regeln unserer Magie aussehen. Ich darf euch lediglich mitteilen, dass ihr auf Atheum seid, der sagenumwobenen Insel des Tzidzik-Ordens. Auch wenn wir derzeit nicht Teil der Wirklichkeit von Nirn sind, behalten wir die Ereignisse dort dennoch im Auge. Wie schafft ihr es, die Ereignisse auf Nirn von wo auch immer wir sind, im Auge zu behalten? Ich könnte jetzt sagen, dass wir unsere Mittel und Wege haben und es dabei belassen, aber ihr verdient eine bessere Erklärung. Der Ritenmeister sendet Tzidziker zurück in die Welt, um Aufgaben zu erfüllen und Wissen zu sammeln. Und wir haben mächtige Hellsichtmagie, die uns alles Mögliche offenbaren kann. Ich sollte wohl besser das Elixier finden, um das der Ritenmeister gebeten hat. Ich habe die Fiole mit Verstärkungselixier erst vor kurzem selbst untersucht. Sie sollte gleich dort drüben sein. So, dort drüben ist hier. Zack. Ich kann mir hier noch irgendwas anderes nehmen. Sehr schön. Dann machen wir das doch und gehen auch direkt wieder raus. So, das wollte ich sagen. Jetzt ist hier auch wieder alles voll. Das heißt, man kann hier theoretisch auch wieder sammeln. Okay, es ist nicht voll. Es ist nur das eine, was ich übersehen hatte. Na gut. Das Ritual. Konnte Oriandra euch zum richtigen Elixier lenken? Ohne etwas, was die Magie verstärkt, wird unser Ritual fehlschlagen. Hier ist das Verstärkungselixier, um das ihr gebeten habt. Genau zur rechten Zeit. Für die nächste Stufe des Rituals würde ich, wenn ihr nichts dagegen habt, darum bitten, dass ihr euch uns anschließt. Eure Erfahrungen an der Seite Walsirens könnten dabei helfen, etwas zu offenbaren, was uns bisher entgangen ist. Wie kann ich bei dem Ritual helfen? Wir kümmern uns um die Magie. Ihr gießt das Elixier in das Wahrsagebecken und steht daneben. Wenn die Macht des Rituals sich vergrößert, sollten eure Erfahrungen mit der Perle und dem falschen Aldarchen dabei helfen, dass die Hellsicht ihren Zweck erfüllen kann. Und was genau ist der Zweck der Hellsicht? Wir wollen den Ursprung der Perle und ihrer seltsamen Magie ermitteln. Des Weiteren wäre alles nützlich, was wir über den falschen Aldarchen und seine Verbindung zur Perle herausfinden können. Ansonsten treten wir blind in den Schlund des Vergessens. In Ordnung, sagt mir, was ich tun soll. Gieß das Elixier in das Becken.
Das sollte der letzte Schub sein, den wir für die Hellsicht brauchen. Hier sind wir also. Die meistgeliebten Diener von Clavicus Vile, Mephala und Nocturnal. Am Vorabend des größten Sieges unserer Fürsten. Seid ihr sicher, dass man diesen Kreaturen trauen kann? Keine Sorge. Haben wir nicht deshalb den Hof des Aufruhrs gegründet? Was in Relentil geschieht, besiegelt Sommersends Schicksal. Das war verstörend. Anscheinend gehörte der falsche Aldarch zu einem Bündnis dädrischer Kultisten, das man den Hof des Aufruhrs nennt. Die Getreuen von Clavicus Vile, Mephala und Nocturnal arbeiten zusammen. Das ist bedrohlicher, als ich erwartet hätte. Habt ihr schon mal vom Haus des Aufruhrs gehört? Nein, aber ich bin wohl kaum ein Fachmann für die dädrischen Kulte Tamriels. Aber die Magie, die ich in der Perle spürte, enthält keinerlei Befleckung durch das Vergessen. Uns entgeht hier etwas. Aber was? Ich schätze, wir müssen herausfinden, was in Relentil vor sich geht. Ich kann nach Relentil reisen. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt. Relentil liegt westlich von Schimmerheim, gleich auf der anderen Seite der Berge. Ich werde Valsiren mitschicken, um mit dem Stiftsvogt zu sprechen. Der falsche Aldarch mag tot sein, aber Mephalas und Nocturnals Agenten sind noch da. So wie die Perlen. Ich habe ein paar Fragen, bevor ich nach Relentil aufbreche. Das Prognostizieren mag keines meiner Naturtalente sein, aber ich hatte da schon so ein Gefühl, dass ihr Fragen haben könntet. Ich werde beantworten, was ich kann. Arbeiten die dädrischen Fürsten immer zusammen? Nach meiner Erfahrung zu urteilen, ist eine Allianz nicht nur ungewöhnlich, sondern steht sogar im Widerspruch zu ihrem Wesen. Oh, sie arbeiten gelegentlich zusammen. Aber so etwas Komplexes wie das, was Sotasil angedeutet hat, ist schlichtweg unbekannt. Da würde ich gern mehr darüber erfahren. Was könnt ihr mir über Relentil erzählen? Sehr wenig, fürchte ich. Das letzte Mal kam ich vor etwa 350 Jahren durch diese Gegend. Sie keltern hervorragende Weine, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Schausteller vom Haus der Träumereien haben immer die eine oder andere unterhaltsame Schau parat. Habt ihr noch mehr über die Perle erfahren? Das Hellsichtritual hat eine Vision des falschen Aldarchen und des Hofs des Aufruhrs extrahiert, aber nichts eigens zur Perle. Ihre Magie ist jedoch nicht dädrisch. Wie sie Lebensenergie stehlen und damit diese Seemonster herbeirufen können, bleibt ein Geheimnis. Ja, dann geht's jetzt auf nach Relentil. Allerdings hier noch der kurze Hinweis. Freundin von Valsiren, ich habe einen Vorschlag für euch. Wenn mich nicht alles täuscht, und bitte steinigt mich nicht, wenn es doch nicht so ist, dann müsst ihr mit dem Wissensbewahrer Celarus sprechen, damit ihr die Tzitschik-Linie leveln könnt. Weil wenn wir nämlich jetzt in unsere Fähigkeiten reingucken und hier bei Gilde reinschauen, da ist nämlich keine Tzitschik-Gilde mit drin. Die können wir allerdings noch erlangen, indem wir hier diese Quest machen. Also das nur am Rande eben erwähnt. Ich werde sie jetzt noch nicht machen. Ich werde das Ganze später machen, wenn wir hier mit der Hauptgeschichte vorbei sind. Damit wir dann auch die Tzitschik-Gilde freigeschaltet bekommen. So, und ich werde mich jetzt erstmal aufmachen nach Relentil. Da werden wir uns dann gleich wiedersehen. Beziehungsweise reist nach Relentil. Das war aber doch auf Summer's End, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder ist das da unten? Moment. Ja, das ist hier in Summer's End, genau. Also wir können entweder, wie man hier oben sieht, den Weg wieder zurücknehmen, den wir gekommen sind durch das Portal, oder wir können einfach nach Summer's End hinporten. So, und da sind wir nun in Relentil. Ah, dieser hat schon nach euch gesucht. Ah, da. Ras. Ras Nachforschungen haben ihn nach Relentil gebracht. Als dieser eure Psijik-Freundin in die Stadt schleichen sah, dachte sich Ras schon, dass ihr auch bald nachkommt. Was habt ihr denn nun auf Arteum herausgefunden? Auf der Insel, die nicht mehr da ist? Oh.
Weil sowas tut Ras der Kopf weh. Wir haben erfahren, dass der falsche Aldarch zu einem dädrischen Kult mit dem Namen Hof des Aufruhrs gehörte. Ja, dieser ist ebenfalls der dädrischen Verbindung nachgegangen. Aber Ras hasst Dädra. Ras Erfahrung nach kommt nur sehr wenig Gutes dabei heraus, wenn man sich mit Dädra oder ihren Kultisten einlässt. Und diese Offenbarung führt euch nach Relentil, ja? Andere Mitglieder des Kults haben erwähnt, dass etwas in Relentil vor sich geht. Das ist verstörend vage. Warum müssen kryptische Kultisten denn immer so kryptisch sein? Nun, Ras hat Valsiren zum Haus des Stiftsvogts Vermeldu gehen sehen. Dieser schlägt vor, dass wir dort mit der Erkundung des Gebiets beginnen. Natürlich. Dort wollte ich mich mit Valsiren treffen. Nur wo ist sie? Breck. Nee, du bist es nicht. Welcher könnte er denn nur sein? Da ist sie. Geh rein! Wir reden später darüber. Und setz diese lächerliche Kapuze ab. Lächerlich? Ich zeige euch gleich mal lächerlich. Ich zeige es euch allen. Okay. Ich überlasse den Stiftsvogt euch. Ich bin ein bisschen aus der Übung darin, mich mit den netten Eigenarten der Gesellschaft von Sommersend herumzuschlagen. Ich würde nur ungern jemanden unabsichtlich beleidigen. Unabsichtlich, so. Man würde meinen, als Stiftsvogt wäre ich gegen die ärgerlichen Wutausbrüche eines verzogenen und aufmüpfigen Kindes gefeit. Aber was habe ich heute nur für besonderen Besuch? Eine wandernde Waise, ein bestens gekleideter Khajiit und euch. Was führt eine solche Gruppe nach Relentil? Wir gehen Berichten über ungewöhnliche Vorgänge hier in Relentil nach. Nachgehen? Für wen? Nun, diese Woche hatten wir schon die dritte Vermisstenmeldung. Und mein störrischer Sohn Nedoril und seine prahlerischen Freunde treiben sich in der Nähe des großen Erdfalls herum, der sich vor kurzem aufgetan hat. Meint ihr, dass das Verschwinden der Leute, der Erdfall und die Freunde eures Sohnes miteinander in Verbindung stehen? Was wollt ihr damit andeuten? Sie sind einfach nur jung und stolz auf ihre Herkunft. Ein solch hartes Urteil würde ich nur mit stichhaltigen Beweisen fällen. Ich verstehe einfach nicht, warum sie so fasziniert von dem Erdfall sind, aber das macht sie nicht zu Verbrechern. Habt ihr etwas dagegen, dass wir den Erdfall untersuchen? Es ist ungewöhnlich, dass Neuankömmlinge sich in Angelegenheiten der Altmär einbringen. Insbesondere auch deshalb, weil wir vor dem Erlass der Königin kaum welche sahen. Wenn ihr dem nachgehen wollt, halte ich euch nicht auf. Und falls etwas Schlimmeres geschieht, lehrt das meinen Sohn vielleicht, diesen Ort zu meiden. Ich lasse euch wissen, wenn wir etwas finden, was Grund zur Besorgnis bietet. Ras will dem Stiftsvogt ein paar Fragen stellen. Nehmt die Psychikerin und untersucht diesen Erdfall. Komm, Valsiren, ich soll dich mitnehmen. Dann werden wir mal zu diesem Erdfall rübergehen. Da dreht man sich um und schon ist das Feuer weg. Jetzt habe ich gedacht, wir kriegen mal hier eine schöne Show geboten oder so. Nein, war das auch wieder nichts. Übrigens, diese Häuser hier, also wer sich dafür interessiert, wir können mal ganz kurz in eins reingehen, so von der Größe her. Diese Häuser, die könnt ihr hin und wieder beim Luxushändler kaufen. Diese Gewächshäuser. Ich finde die richtig, richtig geil. Und dann könnt ihr zum Beispiel selber sowas wie das hier hinstellen. Ich finde es richtig toll. Hallöchen, zu dir wollte ich eigentlich gar nicht. Wo wollte ich denn überhaupt hin? Moment, ich muss hier hoch. Ich muss mal ein bisschen besseren Überblick hier bekommen. Nee, der Erdfall. Ach so, Moment. Ja, ich verstehe. Da springe ich jetzt mal lieber nicht runter. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu hoch. Ich bin gerade übrigens am Überlegen. Basti, schau mal eben weg, bitte. Hört auf mit dieser Grausamkeit. Das ist mein Ernst. Ich wollte doch nur den Rinderhack freischalten, weil den hatte ich nämlich hier bei ihr noch nicht. Und die böse Schäferin. Wenn ihr eine Kuh und ein Schaf tötet, solltet ihr natürlich nicht nachmachen. Dann, also die erste, nicht wenn ihr das immer macht, sondern das erste Mal, wenn ihr das macht. Hämmerbrecher, öffne den Weg! Da ist er ja wieder. Ach, komm,
Blöde Einmischung der Daedra. Ich komme wie... Das hat übrigens auch noch seine Geschichte mit ihm, aber ich finde ihn cool, wenn er immer wieder überall auftaucht. Ja, wenn er die beiden zum ersten Mal tötet, das wollte ich eigentlich gesagt haben, dann bekommt ihr die beiden Errungenschaften, die wir jetzt gerade gesehen haben. Allerdings pro Account. Also ihr müsst das heutzutage nicht mehr extra für jeden Char einzeln machen. Und ich war mir auch nicht sicher, ob ich das mit der Main schon gemacht hatte. Aber offenbar nicht. Dementsprechend bin ich jetzt froh, dass ich es jetzt doch noch gemacht habe. Auch wenn Basti mich deswegen jetzt hasst und überhaupt nicht mehr lieb hat hier. So. Nein, du sollst hier... Genau. Da werden ja meine Füße nass, wenn wir hier den Eingang suchen. Schlimm. So, wo ist sie? Da hinten. Ja, schnell die Sachen. Eldoril ist verrückt! Ich hab mich jetzt erschrocken. Er griff Eldon an und eine dieser schlimmen Kreaturen riss mir die Kapuze runter. Oh Gott! Die Kreatur riss hier die Kapuze runter. Holt die Feuerwehr. Diese junge Dame hatte es aber wirklich eilig. Und was war das von wegen Nedoril und einem Angriff? Sie meinte, dass Nedoril jemanden angegriffen hat und sagte irgendwas über Kreaturen. Ja, nun, dann sollten wir lieber auf der Hut sein. Ich glaube nicht, dass dieser Erdfall ganz natürlich ist. Seine Größe macht mir Sorgen. Wenn der Boden weiter abfällt, könnte er ganz Relentil verschlingen. Glaubt ihr wirklich, dass der Erdfall so gefährlich ist? Es fühlt sich echt gefährlich an. Und wenn es Teil der Pläne des Hofs des Aufruhrs ist, nun... Dann kann ich mir kein erschreckenderes Ereignis vorstellen, als dabei zusehen zu müssen, wie Relentil von einem Erdfall verschlungen wird. Machen wir weiter und finden wir heraus, was hier unten vor sich geht. Jawohl. Jetzt muss ich erstmal gucken. Moment, wir müssen eigentlich hier rum. Die Wände und Decken, sie sehen nicht stabil aus. Ich versuche, die Schwachpunkte zu stärken und euch einzuholen. Okay. Alles gut. War die falsche Richtung, oder? Natürlich war es die falsche Richtung. Das war der Rest. Hallo, wir sind noch lange nicht durch, Basti. Nicht schlapp machen jetzt. Mehr von diesen Yagra-Kreaturen. Hallo. Seid vorsichtig. Ich wollte eigentlich gerade gucken, was ich hier machen muss. Erkundet die Höhle, soll ich... Oh ja, da unten ist einer dieser mit einer Perle. Dieser Ort ist so groß. Komm hier einfach durch. Fast als hätte sich jemand durch die Insel gegraben. Ich teleportiere mich näher an den zentralen Bereich und treffe euch dort. Ja, natürlich. Kein Thema. Aber schade, dass wir die Abkürzung nicht nehmen konnten. Ist da jemand? Helft mir! Bitte! Du gehörst auch zur Hauptquest, ne? Ihr irre Bastard! Hat mich niedergestochen. Ihr Götter, das tut weh. Sagt mir, was geschehen ist. Es war doch nur eine Art Spaß, sich dem Hof des Aufruhrs anzuschließen. Die Tugenden unseres Altmeererbes nach außen kehren. Aber Nedoril, er hat die Sache zu weit getrieben. Was meint ihr damit, zu weit? Als wir hörten, dass sie planen, diese Kreaturen freizulassen, machte ich den Fehler, zu sagen, dass sie verrückt sind. Nedoril widersprach mir, nannte mich unwürdig. Dann stach er auf mich ein. Eltern, wo ist Nedoril jetzt? Eltern? Der Hof des Aufruhrs wird die niederen Völker ausmerzen. Vielleicht kümmere ich mich um unsere unwürdige Königin. Ach, herrje, Basti, komm mal mit. Ich glaube, unsere Durchschlagskraft ist hier gefragt. Ist schon ganz cool, mit der Templerin zu spielen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich bin es ja sonst nur gewohnt, mit der Zauberin überall durchzulaufen. Ganz leise. Voilà. Sagt mir, ob ihr seht, was ich sehe. Ja, was siehst du denn? Ein schwabbeliges Etwas. Ja, ich sehe es auch. Ihr seht das doch auch, oder? Meine Augen spielen mir keinen Streich, nicht wahr? Das ist eine Seekrecke. Die hat man auf Sommersend nicht mehr gesehen seit... Nun, das muss schon mindestens ein paar Jahrhunderte her sein.
Was ist eine Seekrecke? Ein elendes und gefährliches Volk. Sehr mächtig. Die Seekrecken kommen aus dem fernen Unterwasserkönigreich Ulvorkus. Wer ist diese Gestalt mit der Kapuze bei der Krecke? Und seht mal, noch mehr von diesen Kluftperlen. Sie sind überall. Gefährlich auf jeden Fall. Es gibt nämlich einen Boss hier, der ist auch eine Seekrecke und der ist echt ätzend. Warum sind die Seekrecken gefährlich? Die Krecken sind ein gottloses Volk. Vielleicht das verhassteste in ganz Tamriel. Und Seekrecken sind noch schlimmer. Sie setzen perverse Magie ein und gieren schon lange nach Sommers End. Sie glauben, dass die Insel einst ihnen gehörte. Sie plündern und entfesseln Seuchen. Sie sind einfach grässlich. Habt ihr auch die Zwerge hier rumlaufen sehen? Hat das etwas mit dem Hof des Aufruhrs zu tun? Die verhüllte Gestalt könnte ein Mitglied des sogenannten Hofs des Aufruhrs sein. Inzwischen würde mich nichts mehr überraschen. Diese Krecke macht mir allerdings echte Sorgen. Ich kann mir nichts Schlimmeres denken als ein Bündnis zwischen diesen elenden Bestien und dädrischen Kultisten. Könnte das die Quelle der Kluftperlen sein? Sie haben sicher eine Verbindung zum Unterwasserreich der Seekrecken. Aber sie scheinen absichtlich nach hier unten gebracht worden zu sein. Seht nur, wie die Jager von ihnen angelockt werden. Ich lege mich mit der Seekrecke an. Ihr kümmert euch um diese Kluftperlen. Ich werde die Kluftperlen vernichten. Meister! Eindringlinge in der Höhle! Was? Zu mir, meine Kreaturen! Vernichtet die Eindringlinge! Dieser junge Trottel! Wir müssen darüber! Ja, ich würde auch gerne runterspringen. Die Kraft von Ketora von der Kluftkabale! Was? Kluftkabale, was, wie? Moment, da müssen wir hier rein. Hallöchen! Überraschung! Wir sind nur gekommen, um euren Boss, den Gar, auszumachen. Hier entlang. Wir sind fast da. Das war doch jetzt hier richtig, ne? Hier oben war nichts mehr. Guten Tag. Ich bräuchte einmal bitte die Perle. Ich möchte sie gerne zerstören. Dankeschön. Wie viele... Da entlang. Hier oben. Was? Wo? Wo ist die? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal einfach hier rum. Komme ich hier hoch? Ja. Oh, hat sie mich jetzt erschreckt. Verflucht! Keine Spur, wo die Seekrecke hin ist. Nee, sprecht mit ihr. Sie hat kein Symbol, aber ich soll mit ihr sprechen. Bleib doch mal stehen. Hallo. Verdammt! Ich war nicht schnell genug. Das war's dann also? Die Seekrecke ist entkommen? Finden wir erst einmal heraus, was uns hinter dieser Öffnung erwartet. Okay. Die Seekrecke hat uns etwas als Erinnerung dagelassen. Wir müssen diese Kreatur beseitigen. Nein, so nicht, mein Freund. So nicht. Der Basti ist auf der anderen Seite, genau. Da. Ich glaube, hier drüben kommen wir raus. Sie zeigt nach rechts und rennt nach geradeaus. Das ist auch gut. Ist sie hier? Hallo? Achso, sprecht mit Rasmutter. Da ist er. Ras wusste, dass er euch hier findet. Mhm. Ich frag mich nur, warum er das immer weiß. Ey, lauf doch nicht weg. Ich wollte mit dir sprechen. Seekrecken. Das ist schlimmer, als der Ritenmeister dachte. Trefft mich in der Sprach die hübsche Psychikerin da von einer Seekrecke? Nein, Ras muss sich verhört haben. Das kann sie nicht gesagt haben. Also sie hat auch gerade im Hintergrund noch gesagt, dass wir sie in Atheum treffen sollen. Irgendwie, wenn wir mit Ras fertig sind oder sowas. Die Seekrecke
Ktora arbeitet mit dem Hof des Aufruhr zusammen, zu dem auch der Sohn des Stiftvogts gehört. Eine Krecke? Das ist schlecht. Und Seekrecke? Das klingt sogar noch schlimmer. Wenn die Seekrecken Sommersend bedrohen, muss Königin Eiren davon erfahren. Wir müssen handeln. Halt! Was habt ihr da über den Sohn des Stiftsvogts gesagt? Nedoril hat sich mit dem Hof des Aufruhrs angeschlossen. Er tötete einen anderen Initianten und arbeitete mit der Krecke zusammen. Dedra, Verehrer, auf Sommersend. Und Krecken. Ras gefällt die Lage immer weniger. Und was Nedoril angeht, Ras weiß, wie man mit Verrätern umgeht. Dieser wird euch am Haus des Stiftsvogts treffen. Ich werde euch dort treffen. Ja, dann reite ich da mal schnell hin und wir sehen uns dann gleich dort wieder. So, wo sind die beiden denn? Ah, hier drin. Das Auge der Königin, meinen Sohn des Verrats zu beschuldigen. Das Auge der Königin. Wie kann er es wagen, sich nach seinem Eintreffen nicht vorzustellen? Und wie kann er es wagen, meinem törichten Sohn etwas so Schwerwiegendes wie Verrat vorzuwerfen? Die Königin wird davon erfahren, das könnt ihr mir glauben. Nedoril ist mehr als töricht. Er hat einen Hochelfen getötet und arbeitet mit den Seekrecken zusammen. Seekrecken? Und all dieser Unsinn von wegen der Überlegenheit der Altmeer? Und jetzt auch noch Mord? Ich bin der Stiftsvogt von Rellentil. Ich habe einen Eid geleistet, treu zu dienen und meine Gemeinschaft zu beschützen. Wie im Namen der Königin kann ich denn das mit den Taten meines Sohns vereinbaren? Das ist nichts, bei dem ich euch behilflich sein kann. Oh, Nedoril, was hast du nur getan? Bitte, ich muss mit dem Auge der Königin sprechen. Er muss Gnade zeigen. Ich bin mir sicher, dass wir einen Weg finden können, um das zu klären. Oh, da kommt auch schon Nedoril. Euer Sohn muss sich für vieles verantworten, Stiftsvogt. Ich habe mich zu verantworten? Der Hof des Aufruhrs wird mich zu einem Gott machen. Torheit kann übersehen werden. Mord und Verrat, er nicht. Ihr und eure Königin habt nicht über wahre Altmeer zu gebieten, räudige Katze. Dieser kann nicht erlauben, dass eure Verbrechen ungesühnt bleiben. Nedoril, nein! Nein! Ich verstehe. Rellentil steht treu zur Königin. Ja, aber dennoch ist es sein Sohn, ne? Ich verstehe ihn schon. Manchmal sieht das Auge das Geschwür des Verrats wuchern und muss es herausschneiden, bevor es noch weiter wächst. Diesem tut es leid, dass ihr das mit ansehen musstet. Hättet ihr Nedoril nicht festnehmen können, anstatt ihn hinzurichten? Blasphemie, Verrat, Mord. Wie viele Verbrechen muss jemand begehen, um die Henkersklinge zu verdienen? Ras hat entschieden, dass hier eine klare Botschaft nötig war. Feinde der Königin werden nicht geduldet. Ich habe euch selten so ernst gesehen. Verrat und die Gerechtigkeit der Königin sind ernste Angelegenheiten. Ras wird selten in diese Rolle gezwungen. Doch er sehnt sich nie nach ihr oder freut sich gar, die Klinge zu führen. Ein notwendiger Teil meiner Arbeit, ja? Gibt es sonst noch etwas, was ihr gerade von mir wollt? Nein. Ras wird den Stiftsvogt treffen und die Königin benachrichtigen, bevor er weiter dem Hof des Aufruhrs nachgeht. Ihr solltet nach Arteum zurückkehren und den Psychikern sagen, was wir erfahren haben. Aber lasst euch gesagt sein, Fünfkralle. Bei dieser ganzen Sache will Ras einfach nur fauchen. Ja, das glaube ich gut. Tja, mit diesen Szenen würde ich dann sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge in Arteum wieder, ja, treffen werden, sozusagen wiedersehen werden, um dann da die Geschichte weiterzuspielen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.